Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zum Mecklenburg-Vorpommern-Derby, genau genommen zum Mecklenburg-Derby des Mecklenburger SV zu Gast beim SV Grün-Weiß-Schwerin in der Ostsee-Spreeliga, beide auf Platz 3 und 4. Platziert dementsprechend ist Spannung gegeben, beide haben ein Spiel jeweils auswärts abgeben müssen. Und jetzt heißt es hier in Schwerin in der Reiferbahn, also Mecklenburg-Derby, wer ist die Nummer 1 in der Ostsee-Spreeliga? Beim habe ich wieder Vivian. Letztes Mal hat es Glück gebracht beim DRB-Pokal. Ja. Bringst beim Derby auch Glück, hier heute zu sein. Nochmals die Frage erstmal, wie geht's deinem Knie? Ja, es geht mir besser. Es wird langsam. Ich kann jetzt bald auch Kraftaufbau wieder machen, dass die Muskulatur wieder kommt und es geht voran. Ja, wir haben Mitfühlen an meiner Seite, Roberto. Ein dickes Knie, wir wissen noch nicht ganz, was es ist. Wir werden sehen. Der Mecklenburger SV, Aufsteiger, sehr, sehr erfolgreich in die Saison gestartet, zeitweise sogar Tabellenführer. Was erwartet euch hier heute? Ja, Mecklenburg, das Problem ist immer, sie sind halt schon sehr erfahren und deswegen ist es immer schwer, gegen Mecklenburg zu spielen. Ist immer ein Derby, ist immer brisant, da geht es immer zur Sache, körperlich, muss ich sagen. Und ich denke aber, dass wir hier die Nase vorn haben werden. Zu Anfang wird es, glaube ich, ein bisschen pari-pari laufen, aber hinten raus, denke ich, werden wir das schon machen. Ja, kann man heute sich mal, abgesehen von dir jetzt auf alle Stütze, ja, wir wissen ja, ihr habt eine dünne Personaldecke, sind alle Mann an Bord? Ja, sind alle Mann an Bord. Ja, das klingt relativ gut, hat gut funktioniert. Wir haben jetzt gehört, nach dem Sieg im DRB-Pokal, auch der Sieg auswärts in Rostock beim anderen Derby, 12 Tore da wieder von Marie Kinscher, alles getroffen, entgegen dem DRB-Pokal alles getroffen. Ja, kann man die nachts im Schlaf wecken und dann trifft sie? Ja, bei Marie ist einfach, da kannst du Winkel wählen, die trifft von überall. Das ist sehr wichtig für uns, schon gut, dass wir sie haben. Und ich hoffe, dass sie heute auch so aufgelegt ist. Ja, der Experte Roberto, was erwartest du von dem Derby heute? Was ist wichtig in so einem Derby? Wie geht man in so ein Derby rein? Ja, eine gewisse Spannung ist immer vorhanden in so einem Derby, aber ich denke mal, Dorf Mecklenburg wird das viel mit Routine versuchen. Grün-Weiß-Spreen hoffe ich mal durch ihre Schnelligkeit und durch ihre klaren Köpfe, die sie auch haben und eine ganz, ganz tolle Spielgestalterin. Man wird es sicherlich relativ gleichmäßig ablaufen und dann zum Ende des Spiels hoffe ich, dass sich die Schnelligkeit von Grün-Weiß-Spreen durchsetzt und dann auch als Sieger vom Platz geht. Ja, dann wollen wir zum Ende natürlich noch wissen, einen Tipp von dir, Vivian, wie geht's aus? 35-26. Ist klare Ansage. Was hat der Experte dazu? 38-31. Ja, das hört sich sehr, sehr klar an. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich das auch bewahrheitet. Wir freuen uns jetzt. Die Stimmung ist schon ziemlich gut. Es geht gleich los hier. Grün-Weiß-Schwerin gegen den Mecklenburger SV. Das Mecklenburg-Derby hinaus. Die Spreeliga. Thank you.
So, und auf geht's jetzt, SV Grünwald Schwerin aus der Spreeliga beim Mecklenburg Derby gegen den Mecklenburger SV. Und es wird ein spannendes Duell. Mecklenburger SV aufgestiegen in die Ostsee-Spreeliga, aber sehr, sehr stark gestartet mit 3 Siegen. Zeitweise Tabellenführer, mussten dann auswärts eine Niederlage hinnehmen. Und jetzt beginnt man hier mit Ballbesitz in Schwerin. Mecklenburg, die ein bisschen Glück haben, ein bisschen das aufnehmen, was bei Wismar überbleibt. Beim Zweitligisten, aber es reicht auf jeden Fall für eine gute Ostsee-Spreeliga-Saison. So sieht es jedenfalls jetzt aus. Und jetzt wird die Hölle hier, wie der Ansprecher sagt, relativ laut. Und wir beginnen das Derby mit den Farben, die Grün-Weiß vor Augen hat, nämlich Schwarz-Gelb. Der DHB-Pokal steht an nach dem Sieg gegen Nord-Haresley. Nun gegen Borussia Dortmund. Man wollte ja einen Erstligisten, wurde da Marie Kindscher zitiert und auch Kerstin Felkel. In unserem Interview und das 1:0 für die Gäste von Annika Kaminski. Ja, jetzt hat man einen Zweitligisten gezogen. Ist das das schlechtere Los für Grünwald Schwerin? Ein Absteiger aus der Erstliga. Stark. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man noch so ein Wunder schafft, wird geringer, aber trotzdem nicht den Namen eines Erstligisten. Nein, ich denke mal, mit dem Borussia Dortmund kommt eine gute Mannschaft, die über einige Jahre in der ersten Liga gespielt hat. Und das ist Ansporn genug für die Grünen-Weißen, auch dort eine Überraschung zu schaffen. Und jetzt das Tor per Hüpfwurf von Kerstin Felkel. Und hier ist einiges los in der Halle. Man hat da doch Schwierigkeiten, sein eigenes Wort zu verstehen. Und jetzt wird sicherlich, wie sagte, man wird sich jetzt antasten, bisschen gegenseitig, gucken, wie man heute beschaffen ist, was gut klappt, was nicht. Und da der erste Fehlwurf von Johannesson. Und das war natürlich ein schwerer Fehlpass und Dreves scheitert an Anna Pöschel. Und Marie Kindscher hat den Blick, die Finte und Kindscher-Tor. 2:1. Eben schön geschaut, ob noch jemand mitgelaufen ist. Ja, war auch auf der linken Seite, aber Abwehrspieler gut umlaufen. Und dann kommt sie zu einer freien Möglichkeit. Und das kennen wir von ihr, sie macht die Dinger ganz sicher rein. Und schön den Wurf genommen, Julia Kluth, natürlich nicht, Sandra Johannesson, natürlich, und Jutta Wenk mit dem ersten Fehlwurf an das Gestänge. Es bleibt beim 2:2. Die Gefährlichkeit bei Dorf Mecklenburg geht von den Aufbauspielerinnen aus. Muss man natürlich nicht so wie eben passiv stehen beim Wurf von der Johansen. Bleibt abzuwarten, wie Schwerin das jetzt umsetzt, wie sie sich darauf einstellen. Weil ich denke mal, diese Aufgabe wird immer wieder auf sie zukommen, dass die beiden Rückraumspielerinnen versuchen müssen auszublocken, eine sichere Abwehr hinzustellen, um dann auch über den Torwart dann die letzte Möglichkeit zum Torerfolg zu verhindern. Ja, man sieht auch die Rückraumspielerin sehr, sehr groß. Und Annika Kaminski mit ihrem zweiten Treffer in diesem Spiel. Das ist natürlich die Möglichkeit, da hochzusteigen. Und das entschuldigen Sie ein wenig die Tonqualität. Wir haben kleinere technische Probleme. Wir hoffen, dass wir das beheben können und Sie trotzdem Spaß am Handballspiel haben. 3:2 jetzt für Dorf Mecklenburg. Und Schwerin wird spielerisch glänzen müssen, weil gegen die hohe Abwehr wird es schwer, aus dem Rückraum zu schießen. Ja, natürlich, spielerische Elemente sind immer das Entscheidende im Handballspiel. Deswegen spielt man Handball, um nur eine 6-0-Abwehr auseinanderzuziehen, um sich Lücken zu schaffen. Schöne Übergänge, Parallelschuss, schade. Ja, das war jetzt Julia Kluth
die da scheitert und die Möglichkeit für Mecklenburg jetzt auf 2 Tore wegzuziehen. Klasse aufgepasst jetzt auch von Jule Kluth. Und der Konter, die Stärke der Schwerinerinnen. Künzel nimmt sich den Wurf und trifft. 3:3. Und da wieder Kaminski mit dem Rückraumschuss und der schnelle Umschalten. Marie Kinscher und Tor. Treffer Nummer 2 in diesem Spiel, 4:3 für Grün-Weiß-Schwerin. Und sofort wieder das schnelle Spiel nach vorne, Wendy Künzel. Und er war gut gehalten. Von Martina Scheller und es gibt den 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin und die gelbe Karte gegen Annika Kaminski, wenn ich das richtig gesehen habe. Kerstin Felke jetzt beim 7 Meter und er ist drin. 5:3 für Grün-Weiß-Schwerin. Ja, eben auch schon zu erkennen, Dorf Mecklenburg wechselt Angriff, Abwehr. Das muss Schwerin natürlich umsetzen, sobald sie den Ball erkämpft haben oder Torhüter den Ball hält. Schnell nach vorne spielen, weil dieser Wechsel kostet natürlich ein bisschen Zeit. Und natürlich auch das Positionieren der einlaufenden Abwehrspielerin dauert etwas länger. Und das sollte sich Schwerin zunutze machen durch ihre Schnelligkeit. Und Sandra Johannesson mit ihrem zweiten Treffer unter Handwurf drinne. Aber genau das ist ja die Stärke von Grün-Weiß-Schwerin, dieses schnelle Spiel. Ja, natürlich. Und das ist das, was sie machen müssen. Gerade wenn die Abwehrangriff wechseln, dann ist das ein probates Mittel, um zu einfachen Toren zu kommen. Und wir haben mit Kinscher und auch mit Tini Schröder schnelle Außenleute und eine gut nachrückende Wendy Künzel. Sollte eigentlich möglich sein, dort einige viele Tore zu erzielen. Ja, Jule Kluth scheitert erneut am Gestänge. Und jetzt war der schnelle Konter der Mecklenburgerinnen. Und das hat Felke fantastisch gelöst. Und jetzt der schnelle Gegenzug der Schwerinerinnen. Kluth, die eben noch den Wurf hat, bleibt dann aber hängen und jetzt Abbruch, neuer Aufbau für Grün-Weiß-Schwerin. Körpertäuschung, Günther und 7 Meter. Macht eine schöne Körpertäuschung, täuscht es an eine Richtung, macht die Drehung in die andere Richtung und ist dann durch und holt den 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und wechselnde Schützen wieder bei Grün-Weiß-Schwerin, jetzt Wendy Künzel. Scheitert und der Nachwurf ist drin. 6:4. Auch immer sehr wichtig nach einem verworfenen 7 Meter, wenn der Ball zurückkommt, kann man sich mit dem Nachwurf natürlich auch nochmal die Sicherheit holen. Man hat ein bisschen mehr Zeit, man kann ausspringen und dann guckt man sich den Torhüter nochmal an. Und dann natürlich wunderbar gemacht und dann eingenetzt.